Mein Name ist Rena Tangens vom Fürgut aus Bielefeld. Ich werde heute eine super kurze Einführung darin geben, wie RFID überhaupt zum Thema wurde im Kontext von Datenschutz. Und danach werden wir Andreas Krisch hören, der dann die Folgen im europäischen Kontext und nicht nur in Bezug auf RFID, sondern vielleicht auch die weiterführenden EU-Richtlinien, die daraus folgen können, dann vortragen wird. Am Ende haben wir eine Frage-Antwort-Diskussionsrunde. Okay, der Fürgut, den gibt es schon seit 1987 und seit dem Jahr 2000 verleihen wir die Big Brother Awards, einen Datenschutz-Negativpreis. Apropos, bis 31. Dezember können noch Vorschläge für die nächsten Big Brother Awards eingereicht werden. Wir freuen uns über Vorschläge. Die Big Brother Awards haben tatsächlich die RFID-Technologie das erste Mal in die Schlagzeilen gebracht, nämlich 2003 hat der Future Store in Rheinberg, das war in oder ist ein Supermarkt, ein ganz normaler Supermarkt, der RFID zum ersten Mal in freier Wildbahn im Einsatz hatte. Der gehört der Metro AG. Und wir haben damals den Preis quasi präventiv verliehen. Es gab noch kein konkretes Datenvergehen dabei. Wir haben nur gesagt, diese Technologie hat so viel Potenzial für Kontrolle, Überwachung und Manipulation, Tracking von Menschen und so weiter, dass wir diesen Preis präventiv vergeben. Das war im Oktober 2003. Da hat es zum ersten Mal Aufmerksamkeit gegeben. Im Februar 2004 haben wir dann einen Vortrag in Bielefeld organisiert mit der amerikanischen Verbraucheraktivistin Catherine Albrecht. Die haben wir dann gelockt mit einem Besuch im Future Store, wo sie sich das dann mal live angucken konnte. Hier sehen wir, wie diese Chips in freier Wildbahn aussehen auf einem Frischkäse. Die waren unter dem Strichcode drunter. Und bei dieser Gelegenheit haben wir also einen Rundgang gemacht in dem Future Store. Uns wurden 3,5 Stunden lang von der Crew der Metro dann erklärt, wie das alles funktioniert. Und wie berechtigt unser Preis 2003 gewesen war, der Big Brother Award, haben wir allerdings erst anschließend tatsächlich verstanden. Nämlich als Catherine ihren Vortrag gehalten hat und wir in der Pause gezeigt haben, wie funktioniert das denn so in der Praxis. Wir hatten da, man sieht, das ist ziemlich gebastelt, hatten da so ein RFID-Lesegerät am Rechner und haben dann, wir hatten natürlich auch eingekauft im Supermarkt, haben dann gezeigt, hier so scannt man und das sagt dann blieb und dann kommt eine Nummer. Und irgendwann sagte jemand aus dem Publikum, hey, und was ist mit der Kundenkarte? Wir, nee, das haben die, wir hatten jetzt gerade 3 Stunden Führung, die haben nichts gesagt von wegen Kundenkarte mit RFID, aber wir können es ja mal ausprobieren. Bettina, du hast doch so eine Karte von dort mitgenommen, gib mal her. Karte genommen, drüber gehalten, man sieht es dort wirklich live und es sagt blieb und es kam eine Nummer. 10.000 Kundinnen und Kunden von diesem Supermarkt sind mit so einer Wanze in der Tasche rumgelaufen, hatten keine Ahnung davon. Und wir hätten es nicht schauspielern können, es ist live on stage passiert, dass wir es überhaupt entdeckt haben. Wir haben am nächsten Tag die Karte zu einem Röntgenarzt unseres Vertrauens gebracht. Die Diagnose war eindeutig. Ihr seht selber die Antennen und der Chip da drin. Und dann haben wir bei der Metro angerufen und der Presse morgens. Und der Pressesprecher sagte, oh, ich habe gerade gar keine Zeit. Ich melde mich später bei Ihnen. Später war 17.30 Uhr und wir bekamen Fotos zugeschickt als Antwort und mit der Erklärung, am DVD-Regal weisen wir die Kunden darauf hin, dass ein Chip in der Karte ist. Abgesehen davon, dass wir das nicht für den richtigen Ort halten, denn eigentlich sollte man das erfahren, wenn man so eine Karte beantragt, war auch das noch eine Lüge. Wir sehen hier das Foto, was uns Metro geschickt hat, vom Montag, 2. Februar. Und hier, glücklicherweise waren wir viele Fürbots in diesem Laden unterwegs, hatte jemand auch ein Foto gemacht. Und da sieht man, am Samstag gab es da noch ein paar Schildchen weniger. Auf denen stand nur, dass man sich den Trailer freischalten kann von dem Film, wenn man die entsprechend gechippte Kassette halt davor hält. Das fanden wir dann ein bisschen zu viel von Verarsche und dann haben wir das veröffentlicht. Und außerdem haben wir
der Metro mitgeteilt, dass wir denken, dass ihr Feldversuch da gerade außer Kontrolle gerät und haben ihr gesagt, das sollten Sie jetzt mal einstellen. Die Metro hat natürlich gesagt, ihr könnt uns mal. Und daraufhin haben wir zu einer Demo aufgerufen. Da hat sich dann auch ganz schnell der Chaos Computer Club angeschlossen. Die direkte Aktion, die Grüne Jugend, die Attac AG Wissensallmende und dann wurde der Metro langsam mulmig. Und einen Tag vor der Demo haben sie uns eine Fax geschickt, dass sie die Karte zurückziehen. Natürlich nicht aus sachlichen Gründen, sondern wegen der emotional aufgeladenen Stimmung. Nun war es aber schon zu spät, die Demo ist gelaufen, die Bilder sind um die Welt gegangen. Wir sehen hier, Frankfurter Rundschau war halt nur eine von vielen. Es stand auch in der Financial Times und das wiederum hatte durchschlagenden Erfolg, denn damit landete es dann auch in den Börsennachrichten der ARD, um den sinkenden Kurs der Metro zu begründen. Wenn wir damals schon gewusst hätten, was Put-Optionen sind, hätten wir einen Weg zur Clubfinanzierung gehabt. Die Lobby, die RFID-Lobby hat allerdings schon recht relativ heftig reagiert. Die Presse ist uns in vielen Fällen zugetragen worden, ist mit Klageandrohungen überzogen worden, auch mit informellem Druck wie Anzeigenstornierung und Ähnliches. Veranstalter, die Fachkongresse zu RFID gemacht haben, sind unter Druck gesetzt worden, dass sie Kritiker vom Fürbund nicht einladen, bis hin zu Bundestagsfraktionen, die uns für Anhörungen einladen wollten. Diese Sendung, die man da gerade sieht von Frontal 21 zum Beispiel, ist aus dem Internetangebot vom ZDF zurückgezogen worden, obwohl das ZDF den Prozess gewonnen hat in allen Punkten bis auf einen. Wir haben uns den Spaß trotzdem nicht nehmen lassen. Hier haben wir dann die Metro auf der CeBIT besucht und waren eine Dreiviertelstunde mit diesem Transparent in der Halle unterwegs. Wir dachten, die Security kommt nach 5 Minuten, aber das hätte so unschöne Bilder gegeben, deswegen sind die nicht gekommen. Dann sind wir eine Dreiviertelstunde rumgewandert, haben Infos verteilt und dann kam jemand von der Deutschen Messe AG und sagte, halt, Sie müssen dieses Schild entfernen, es überschreitet die für Werbeschilder in Hallen zulässigen Maße. Ich kann mir lebhaft vorstellen, wie ein Justiziar im Hinterzimmer gesessen hat und geblättert hat, bis er etwas gefunden hat, warum wir jetzt da entfernt werden müssen. Was ich ein schöner Erfolg finde, GS1 ist eine der Organisationen, mit denen Andreas auch zu tun hat. Die haben selber diese Befragung durchgeführt. Wir können hier 2 interessante Punkte sehen. Das eine ist, in Deutschland ist der größte Prozentsatz von Leuten, die überhaupt wissen, was RFID ist. Also ich glaube, wir haben gut für Informationen gesorgt. Also die 26%, wie habe ich noch nie gehört, sind in Deutschland am geringsten. Und dann sehen wir oben diesen Ausreißer, also bei der Balkengrafik, das längste Teil da, das ist Deutschland. Was muss sein, welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit Sie ein Produkt, das mit einem Funkchip ausgestattet ist, bedenkenlos kaufen und dann im Ranking Datensicherheit, Datenschutz muss gewährleistet sein. Ich würde sagen, da haben wir ganz gute Arbeit geleistet. Das Informationsforum RFID, eine Lobbyorganisation in Deutschland, hat dann einen Wettbewerb für ein Design, für ein Logo, ein Hinweislogo ausgerufen. Und das war natürlich dafür da, um der EU-Kommission, die möglicherweise eine Pflicht zur Kennzeichnung dann veranlasst hätte, zuvorzukommen, um ein nettes, harmloses, freundliches Logo zu finden. Das ist da der Gewinner des Industriewettbewerbs. Wir haben uns dann den Spaß gemacht und haben selber auch einen Wettbewerb ausgerufen und das ist das Logo, was bei uns gewonnen hat. Jo, dann, es ist aber nicht vorbei. Der große Rollout ist erstmal nicht gelaufen, aber es laufen neue Dinge und eins davon oder 2 Anwendungen wollte ich euch kurz noch vorstellen. Das hat auch einen aktuellen Big Brother Award, also in diesem Jahr, bekommen. Die Modemarke Perturay, ich kannte sie vorher nicht, aber die nähen RFID-Chips ein, und zwar gegen Produktpiraterie. Und deswegen steht da auch dabei, do not remove this label. Das heißt, das soll da drin bleiben. Das trägt man in der Jacke dann mit sich herum. Und auch Gary Weber, eine andere Textilfirma, die hat die RFID-Chips in die Textilpflegeetiketten mit
integriert. Das erleichtert die Inventur, ist gleichzeitig das Warensicherungsetikett. Und diese Teile können über 8 Meter Entfernung ausgelesen werden. Und wenn man dann mal darüber nachdenkt, dass diese Daten, die zwar zu dem Produkt gehören, aber durchaus einfach personenbeziehbar sind, dann sehen wir, dass noch große Aufgaben vor uns stehen. Und zu denen kommen wir gleich. Vielen Dank und jetzt wechseln wir zu Andreas Grisch. Ja, also Rena hat es gerade wunderbar erklärt, die RFID-Technologie ist in der Gesellschaft angekommen und zwar relativ lautstark, ungefähr zu der Zeit, wo sich der Föbut mit der Metro Group auseinandergesetzt hat, mit einem durchaus mächtigen Gegner, habe ich mich in Wien mit RFID beschäftigt und vor allem RFID und Datenschutz. Also was sind die Problemstellungen, was ist die Problemlage, wie könnte man sowas lösen? Und was man dazu sagen muss noch als Hintergrund, es ist nicht nur der Föbut und meine Organisation Vibert hier in Österreich, sondern wir gemeinsam mit dem Chaos Computer Club, mit etlichen anderen Organisationen, insgesamt 28 in Europa aus 18 unterschiedlichen Ländern, sind European Digital Rights, der Dachverband, der sich auf Europaebene für den Schutz der Menschenrechte, für den Datenschutz in der digitalen Gesellschaft einsetzt. Und durch die Aufmerksamkeit, die durch diese Aktionen eben entstanden ist, ist auch bei der EU-Kommission klar geworden, da muss man irgendwas tun. Das ist ihnen bewusst geworden, es wird RFID-Technologie nicht flächendeckend in Europa anwendbar sein, wenn man das Thema Datenschutz nicht bearbeitet. Aus dem Grund hat die EU-Kommission dann im Jahr 2007 eine Expertengruppe ins Leben gerufen, die sich mit Datenschutz und Sicherheit in Bezug zu RFID auseinandersetzen sollte. Und hat eingeladen jede Menge Industrievertreter natürlich, Gewerkschaften, Verbraucherorganisationen, dann die Vertreter von Datenschutzaufsichtsbehörden als Beobachter, damit die auch aus Datenschutz sich was da sagen können, Vertreter von Standardisierungsgremien wie ETSI, wie CEN und unter anderem auch EDRI. Also wir kriegen eines Tages eine E-Mail von der Europäischen Kommission, ob wir nicht jemanden entsenden wollen in diese Experten. Gruppe und das hat sich gut ergeben. Ich war inhaltlich ausreichend vorbereitet, um dort auch wirklich kompetent was dazu sagen zu können und wir haben diese Einladung angenommen und sind in diesen Diskussionsprozess eingestiegen. Das muss man sich ungefähr so vorstellen, als würden Gladiatorenkämpfe jetzt nicht mehr in der Arena, sondern am Tisch stattfinden, also total verhärtete Fronten zuerst mit der Industrie. Nein, und um Gottes Willen, der Datenschutz bringt unsere Technologie um und alles ist ganz schrecklich. Auf der anderen Seite der Datenschutz natürlich, die RFIDs, nein, das ist ganz schlimm und überhaupt, und unser Datenschutz ist so gefährdet, was ja auch tatsächlich der Fall ist. Ja, das heißt, wir haben dort einmal im ersten halben Jahr so ungefähr unsere Zeit damit verbracht, die Argumente auf den Tisch zu legen. Und zwar jeder seine mit möglichst guten Formulierungen und möglichst schlüssig. Und es hat sich herauskristallisiert, dass eigentlich Datenschutz durchaus eine Anforderung ist, auch wenn man das Ganze nüchtern betrachtet, wenn man die Emotionen einmal zurücknimmt und rein nur die Fakten auf den Tisch legt. Das heißt, ohne Datenschutz wird es nicht geben, ohne dass man da irgendwelche Maßnahmen setzt. Da sind wir dann in die Gegend gekommen, wo dann auch diskutiert worden ist, naja, mit der Videoüberwachung kann man es ja zum Beispiel so, dass man irgendwelche Hinweisschilder aufhängen muss, hier wird Video überwacht, dass das jedem bewusst ist. Und das war absehbar, es wird fix so etwas kommen, es war nur die Frage, wie wird das aussehen. Und da der berühmte Logo-Wettbewerb zwischen Informationsforum RFID und dem Föbut wirklich ganz ein geniales Timing, diese Geschichte,
ich habe mir das, also Föbot hat das in Deutschland gemacht, Informationsforum ist auch in Deutschland angesiedelt. Ich war in Wien und in der EU-Kommission in dieser Expertengruppe und habe mir das ein bisschen aus der Distanz angesehen. Und eines Tages sitze ich wieder in Brüssel in dieser Kommission und jemand fängt hektisch im CD zu blättern an und reicht dann genau diese beiden Logos, die dort abgedruckt waren durch die Gegend. Und Farbwechsel bei den Gesichtern der Industrievertreter, dass jetzt ihr wunderschöner Logo-Vorschlag 1:1 auf derselben Seite abgeschossen worden ist von diesem RFID-Logo vom Föbot. Also besser timen hätte man das wirklich nicht können. Um es kurz zu machen, das Ergebnis von dieser Sache ist, es wird keines von diesen beiden Logos, sondern es sind derzeit die europäischen Standardisierungsgremien damit beauftragt, ein neutrales Logo zu entwickeln, das dann tatsächlich über RFID informiert oder auf RFID hinweist. Wird also weder so noch so aussehen, aber hoffentlich durchaus trotzdem brauchbar sein. Das Ergebnis von dieser Arbeit in der Expertengruppe war dann 2009, dass die EU-Kommission eine Empfehlung zu RFID abgegeben hat. Das ist so ziemlich das schwächste Mittel, das die EU-Kommission anwenden kann, ist nicht rechtsverbindlich, sondern es wird den Mitgliedstaaten eben vorgeschlagen, worauf man bei RFID aufpassen sollte und welche Maßnahmen die Mitgliedstaaten setzen sollten und auch die Industrie natürlich, um den Datenschutz und die Sicherheit in Bezug auf dieses Thema zu gewährleisten. Drei wichtige Punkte dabei sind, die Kommission sagt, wer RFID einsetzt, soll vorher auf jeden Fall ein sogenanntes Privacy Impact Assessment machen, also eine Folgenabschätzung, welche Auswirkungen hat es auf den Datenschutz für die Betroffenen. Der zweite Punkt, im Retail-Bereich, also im Einzelhandel, soll verpflichtend eine Deaktivierung der RFID-Tags am Verkaufspunkt, also bei der Kasse stattfinden, wenn dieses Privacy Impact Assessment, das davor gemacht wurde, nicht zu dem Ergebnis kommt, dass es keine negativen Auswirkungen auf den Datenschutz geben soll. Das heißt, verpflichtende Deaktivierung beim Verkauf. Und es ist Transparenz zu gewährleisten. Das heißt, es muss Hinweise geben, eben dass RFID-Lesegeräte montiert sind, dass die Produkte mit RFIDs ausgestattet sind. Dafür braucht man eben diese Logos. Und man muss Informationen bereitstellen, wer betreibt diese Applikation, wofür ist sie gut, wie kann man sich informieren, wie kann man seine Rechte als Betroffener wahrnehmen, etc. etc. Da war großes Zähneknirschen bei der Industrie natürlich, weil irgendwie zu was verpflichtet werden ist immer nicht so toll, aber es war am Schluss eigentlich ein ziemlich guter Kompromiss. Es war nicht der reine Datenschutz zu 100% das, was für die Datenschützer meinen, dass das notwendig ist, und es war nicht, wir machen überhaupt keinen Datenschutz, sondern es war so der Kompromiss in der Mitte mit aber der klaren Aussage der Kommission, die auch da drinnen steht, dass nach 3 Jahren das Ganze evaluiert wird und man sich ansieht, ob das was gebracht hat oder nicht. Und wenn nicht, dann wird die Kommission auch härtere Maßnahmen ergreifen. Die 3 Jahre sind demnächst um. Es wird die Kommission im nächsten Frühjahr die Maßnahme evaluieren und schauen, was dabei rauskommt. Mein persönliches Gefühl ist, wir werden über strengere Maßnahmen reden müssen, weil, wie man mit Bötteré und anderen sieht, es ist nicht wirklich viel Datenschutz zu merken. Die Entwicklung geht aber in die richtige Richtung. Wir haben einerseits diese Privacy Impact Assessment festgeschrieben, da ist die Industrie dann auch noch dazu verpflichtet worden, die auszuarbeiten. Also sprich, einen Vorschlag zu machen, beziehungsweise ein Framework vorzulegen, wie macht man RFID Privacy Impact Assessment, wie stellen wir fest, ob etwas datenschutzfreundlich ist. Das haben sie zuerst einmal so versucht, dass wir machen ein bisschen viel Papier mit schwarzem Text drauf und dann ist wieder gut und das ist dann schon in Ordnung, und haben gedacht, dass sie damit durchkommen, sind sie aber nicht, aus dem einfachen Grund, weil die Kommission auch wollte, dass dieses Papier vorher der Artikel 29 Datenschutzgruppe vorgelegt wird. Das ist das europäische Gremium aller nationalen Datenschutzaufsichtsbehörden, und die haben dann gesagt, naja, netter Anfang, aber fertig kann das noch nicht sein, bitte wieder zurück. Die ENISA, die Europäische Netzwerksicherheitsagentur, ist auch gefragt worden. Die haben gesagt, ja, also wirklich ganz tolle Ansätze sind da drinnen, aber wie gesagt, ein bisschen was fehlt dann noch, tut es noch ein bisschen weiter.
wodurch das Ganze sich ein Jahr verzögert hat. Also statt im Jahr 2010 ist jetzt erst im Jahr 2011 dieses Privacy Impact Assessment Framework tatsächlich fertig geworden, das durchaus ganz brauchbar ist. Also es nimmt praktisch den europäischen Datenschutzrahmen als Anforderungsdefinition, also was muss IT leisten, um datenschutzkonform zu sein, stellt dem bekannte Risiken von RFID-Technologie gegenüber und macht dann Vorschläge, wie man diese Risiken minimieren kann, beziehungsweise ganz ausschließen kann. Das im Rahmen von einem klassischen Risikomanagement-Zugang, also durchaus eine brauchbare Sache, wenn man es ernsthaft betreibt. Dieses ernsthafte Betreiben ist auch der Punkt, an dem die ganze Sache hängt. Wenn man das nicht tut, dann ist es viel Papier, das man produziert, das wenig bringt. Wenn man es allerdings ernst nimmt, dann kann das durchaus gute Ergebnisse bringen. Die Artikel 29 Arbeitsgruppe hat bei der Gelegenheit auch noch eine ganz wichtige Klarstellung getroffen, nämlich was sind in Bezug auf RFID überhaupt personenbezogene Daten? Klassischerweise denkt man immer so an Name, Adresse, Telefonnummer, keine Ahnung, bis zur Schuhgröße oder sonst wohin. Die Artikel 29 Gruppe sagt, und zwar auf Basis der aktuellen EU-Rechtslage, der Datenschutzrichtlinie, dass wenn ein RFID-Tag eine eindeutige Nummer enthält und der Tag wahrscheinlich von einer Person getragen oder mitgeführt wird, dass dann diese Nummer ein personenbezogenes Datum ist. Das heißt, die ist ganz genauso zu schützen wie alle anderen personenbezogenen Daten. Begründet wird es einfach mit der Tatsache, dass man auf dieser Nummer und dieser Funkübertragung, dieser unsichtbaren, jederzeit eine Datensammlung darauf aufbauen kann. Weil alles, was man dazu braucht, ist eine ID und damit kann man jeden tracken, alles nachverfolgen. Man kann anhand der ID feststellen, welches Produkt das ist, weil es zum Beispiel diesen Electronic Product Code gibt, der das bis aufs Produkt einzelne ganz genau festlegt und so weiter. Das heißt, es ist aus der Sicht klar, wenn diese RFIDs nicht irgendwie zugriffsgeschützt sind und jeder auf diese Daten zugreifen kann, dann ist es automatisch ein personenbezogenes Datum und damit sind die RFIDs auch am Point of Sale tatsächlich zu deaktivieren oder eben zu entfernen. Das war ein super Erfolg dort, weit mehr als man von Anfang an erwarten hätte können, aber natürlich muss das jetzt richtig implementiert werden. Das heißt, wir sind jetzt sehr aktiv noch dabei, darauf zu schauen, dass wenn die Industrie sagt, bitte, wir sind so toll, wir haben da jetzt wieder was Tolles errungen und jetzt brav unsere Impact Assessments gemacht, dass wir dann noch drauf schauen, wie sind denn die tatsächlich gemacht worden. Es gibt zum Beispiel eine große Handelskette, die mit M beginnt und mit O endet, die sagt, sie deaktivieren ihre RFIDs auf den Produkten nicht, weil ihr Impact Assessment hätte ergeben, dass keine Gefahr für den Datenschutz oder für die Privatsphäre der Betroffenen besteht. Anhand der Definition von personenbezogenen Daten fragt man sich, wie kann es dazu kommen. Offenbar dürfte ein Fehler beim Impact Assessment passiert sein. Das heißt, auch das wird im nächsten Jahr bei der Evaluierung durch die Kommission mitspielen müssen und von uns ganz stark als Thema gebracht werden, dass genau da die Qualität sichergestellt werden muss und man darauf schaut, wird das wirklich so gehandhabt, wie es gedacht ist. Was in der Zwischenzeit seit dieser Empfehlung 2009 passiert ist, ist, dass die Kommission jetzt schon einen Schritt weiter geht. Die sagen, RFID ist gut und schön, bringt wirtschaftlich auch was, ist ein bisschen ein Motor auch für die IT-Industrie, aber wo die ganze Reise eigentlich hingeht, ist das Internet der Dinge. Das heißt, nicht nur ein dummer RFID-Tag, der gerade einmal seine Nummer irgendwie mitteilen kann und nicht mehr, sondern eigentlich autonome Datenverarbeitung, eingebettet in Objekte, auf Objekten, vernetzte Sensorsysteme und ähnliche Dinge. Aus dem Grund gibt es jetzt eine weitere Expertengruppe, die Internet of Things Expert Group, die voriges Jahr gegründet worden ist mit ähnlichen Stakeholdern wie vorher und sich mit dem Thema auseinandersetzt.
Anwendungsbeispiele, Internet der Dinge, klingt immer so komisch, was könnten das sein? Das wäre zum Beispiel Smart Metering. Wenn unsere Elektrizitäts- und Gas- und sonstige Zähler anfangen, unsere Verbrauchsdaten und damit eigentlich Informationen darüber, was in unseren Wohnungen passiert, an die Energielieferanten zu übermitteln. Ein weiteres Beispiel wären die intelligenten Transportsysteme, wo der Straßenverkehr, der Bahnverkehr, Flugverkehr, alle möglichen Arten von Transport miteinander informationstechnisch vernetzt werden sollen, wo ein Fahrzeug dem anderen mitteilt, wie gerade die Straßen oder die Witterungsverhältnisse sind, ob es weiter vorne einen Unfall gegeben hat, dort Glatteis ist oder wie auch immer. All diese Kommunikationen, die dann zwischen den einzelnen Fahrzeugen stattfinden, wären ein klassisches Anwendungsbeispiel für Internet der Dinge-Anwendung. Das heißt, wir haben sehr starke automatisierte Identifikation von Objekten, die natürlich genauso wie bei RFID relativ leicht wieder zur Identifikation von Personen führen kann. Und darüber dann natürlich auch zur Identifikation von Verhaltensweisen, von Vorlieben, den geografischen Positionen und so weiter. Das heißt, wir haben wieder die gleiche Traceability, wir haben Profilbildungsmöglichkeiten, wir haben natürlich das Risiko, dass das für andere Zwecke als eigentlich vereinbart verwendet wird und so weiter. Und wir kriegen ein relativ großes Risiko, dass die Kombination all dieser Daten, die da anfallen, dann zu weiteren Erkenntnissen führen kann und damit eigentlich uns ziemlich transparent machen, wenn man sich das als flächendeckendes Ding vorstellt, wo dann auch die Gebäudesteuerung zum Beispiel mit integriert ist und diverseste andere Dinge auch. Das heißt, wir sind eigentlich in der Situation, wo wir aktuell mit einer Datenschutzrichtlinie, die inzwischen 15 Jahre alt ist, ohnehin schon einiges an Datenschutzproblemen im normalen Leben haben, mit normaler IT haben, die Probleme werden dadurch sicherlich verstärkt werden. Das heißt, man muss sich grundsätzlich überlegen, wie kann man Datenschutz insgesamt besser machen, wie kann man Datenschutz sozusagen fit für das Internet der Dinge machen, damit wir da weitere Entwicklungsschritte gehen können. Der Punkt ist ganz klar, wir können nicht anfangen und versuchen, Technologie zu verhindern, das wäre auch völlig der falsche Ansatz. Wir müssen schauen, wie kriegen wir den Datenschutz in die Technologie rein, so wie man eben zuerst Autos ohne Sicherheitsgurte gebaut hat und dann irgendwann einmal doch zur Überzeugung gekommen ist, vielleicht wäre es nicht schlecht, wenn wir einen einbauen, und diverseste weitere Sicherheitsmechanismen. Genauso müssen wir in dem Bereich jetzt auch lernen, wie wir die Art und Weise, wie wir Software, wie wir Applikationen, wie wir IT bauen, so ändern, dass wir den Datenschutz gleich mit drinnen haben und nicht dann hinten drum uns irgendwelche rechtlichen Konstrukte überlegen müssen, wie wir den dann trotzdem noch sicherstellen können. Und das Ganze, und das ist eines der technischen Probleme, müssen wir machen mit Objekten mit IT, die relativ knappe Ressourcen hat. Da gibt es kaum Prozessorleistung, da gibt es kaum Speicherkapazität, natürlich auch wenig Datenübertragungskapazität, aber in Summe reicht es halt doch, um schädlich zu sein. Also man hat auch vom Technischen her gewisse Hürde, die man da überwinden muss. Ein nächster Punkt ist, wie kann ich als Betroffener erstens einmal überhaupt feststellen, dass ich betroffen bin? Woher weiß ich, dass rund um mich jetzt gerade ein Internet der Dinge tätig ist? Das jetzt zum Beispiel diesen Raum steuert anhand diversester Faktoren, wie zum Beispiel auch der Wärme, die ich abstrahle zum Beispiel. Wie komme ich zu der Information überhaupt, dass das da stattfindet? Wie kann ich sicherstellen, dass da nicht Sachen mit meinen personenbezogenen Daten passieren, die ich überhaupt nicht will und denen ich nicht zustimme? Und wie kann man sicherstellen, dass da auch die Datenschutzprinzipien wie Datenminimierung, die Zweckbindung, wie all die weiteren Dinge sichergestellt werden, ohne dass man jetzt einen direkten Einblick in die Applikation hat. Weil ein weiteres Problem ist auch, dass die diversen Applikationen dann natürlich auch zusammenarbeiten sollen. Wo sich dann schon wieder die Frage stellt, wer ist dann am Schluss eigentlich nur der Betreiber von dem Ding, wenn eins mit dem anderen kommuniziert, Daten austauscht, Daten und Informationen hinzuzieht, die es gerade braucht, und das auf eine autonome Art und Weise, wo man auch als Betreiber unter Umständen schon gar keine genaue Information mehr darüber hat, wie die Kooperation genau funktioniert.
Ja, das heißt, was wollen wir erreichen? Wir brauchen dafür die Möglichkeit, die rechtlichen Prinzipien, die wir jetzt schon haben, die ja gar nicht so schlecht sind, wenn man sie ganz neutral und jetzt einmal unabhängig von der Umsetzung in der Praxis anschaut, die müssen wir da reinkriegen. Wir brauchen größere Verantwortlichkeit der Betreiber, das heißt, es muss mehr Verantwortungsgefühl für die Applikationen, für die IT geben, die man selbst in die Welt setzt, und es braucht eine Rechtsdurchsetzung. Wir sehen das sehr oft, dass es in der Rechtsdurchsetzung da ziemlich mangelt. Und dafür braucht man Möglichkeiten, wie man das technisch umsetzen können. Das heißt, Grundpfeiler ist, die Menschen müssen die Kontrolle darüber behalten, was mit ihren Daten passiert. Es muss möglich sein, denen das so rüberzubringen, dass auch diejenigen, die keine Spezialisten im Internet der Dinge sind, das verstehen, und dass sie eine informierte Entscheidung treffen können, ob sie da mitmachen wollen oder nicht. Und wir brauchen natürlich eine stärkere Harmonisierung des Datenschutzstandards generell. Wir haben derzeit einen sehr fragmentierten Zustand und müssen schauen, wie wir da einheitliche Regelungen kriegen. Das heißt, wir wollen da sehen, eine generelle Anwendung von Privacy Impact Assessments. Wir hätten gerne einen Katalog von Best Practices und allgemein erkannten Risiken, die es zu beantworten gibt und denen es zu entgegnen gibt. Wir würden gerne sehen, dass Datenschutz als Designziel von Haus aus in die Applikationen eingebaut wird, und brauchen deswegen auch eine bessere Harmonisierung, eine einheitliche Anwendung und eine bessere Durchsetzung von Datenschutzrecht. Das heißt, wir müssen nicht nur darüber reden, dass wir Privacy by Design brauchen und dass Privacy by Default eine gute Sache ist, sondern wir müssen diesen einen nächsten Schritt schaffen jetzt, dass wir diese Konzepte tatsächlich in die IT hineinkriegen. Das ist, glaube ich, der große Punkt, und das ist in erster Linie eine technische Herausforderung, aber natürlich auch eine Herausforderung der Konzepte, und es braucht Anreize dazu. Wenn ich als Unternehmen keinen Anreiz habe, in solche Dinge zu investieren, dann wird es in den meisten Fällen nicht stattfinden, und insofern ist Rechtsdurchsetzung natürlich auch ein großer Punkt bei der ganzen Sache. Das heißt, wir brauchen eine Stärkung der Datenschutzaufsichtsbehörden, wir brauchen zu einem gewissen Grad auch stärkere Sanktionen, was bei Datenschutzverstößen zum Einsatz kommen. Wir brauchen die Verpflichtung, dass bei Datenschutzverletzungen die Betroffenen auch informiert werden, wie das im Telekom-Bereich bereits vorgeschrieben ist. Und es wäre aus unserer Sicht relativ sinnvoll, Datenschutzbeauftragte verpflichtend einzuführen. In Deutschland ist das ohnehin der Fall. Wir hätten es gerne EU-weit. Und außerdem braucht es ein gewisses Set von rechtlichen Klarstellungen. Also wann ist zum Beispiel eine informierte Zustimmung tatsächlich gültig? Also wann bin ich ausreichend informiert worden, um wirklich sagen zu können, okay, das Risiko nehme ich auf mich, ich würde da gerne teilnehmen dran. Ähnliche Dinge. Ja, Breach Notifications lassen wir aus, und zur Datenschutzreform sage ich jetzt dann vielleicht bei den Questions und Answers was dazu, dann kann man direkt auch schon auf die aktuell geleakten Pläne der EU-Kommission eingehen, wie sie sich Datenschutz in Zukunft in Europa vorstellen. Ja, bitte. Hört man mich? Ja. Applaus bitte mal für Andreas Frisch und Rena Tangens. Wir haben jetzt noch ungefähr 13 Minuten Zeit für Q&A. Ich würde alle Anwesenden bitten, bis zum Ende zu bleiben, weil das, also Unruhe im Saal ist für alle schlecht. Wir haben auch einen Signal Angel im Raum, der Fragen aus dem IRC-Channel entgegennimmt. Das ist der Rudi da vorne. Gibt es im Publikum mal Fragen? Bitte. Also es ist ja so, dass wir gar nicht mehr sagen können, welche Geräte alle jetzt Daten über uns verbreiten. Es kann ja der Fernseher sein, der Internetanschluss hat, der dann auch unsere Programmvorlieben da weitergibt, oder es kann auch
jedes andere Gerät sein, wie du auch gesagt hast, die Heizung. Also ich denke, es wäre ein leichtes von Seiten der Schnittstelle her, von der EU-Kommission, das so insofern vorzugeben, dass jedes Gerät, das personenbezogene Daten weitergibt, die komplette Schnittstelle Open Source machen müsste. Das heißt, man müsste genau sehen, was hier passiert, was transportiert wird und auch den Bestimmungsort dieser Source an die EU-Kommission melden müsste, dass man dort sozusagen immer wieder Audits machen kann, wie mit den Daten umgegangen wird. Und wenn man also da dieses Tool, dieses Open Source Tool nutzen kann, dann kann jetzt nicht nur der einfache User, der keine Ahnung hat, das kontrollieren, sondern dann können auch Experten, die hier auch sitzen, sich einmal jetzt die Open Source Schnittstellen von Sony, von Apple, beim iPhone zum Beispiel, alle anschauen. Das müsste dann alles offen liegen. Und ich glaube, das wäre eine einfache Möglichkeit, die alle Hersteller akzeptieren müssten und wo man sagt, es ist das gleiche Recht für alle und wo wir die Möglichkeit hätten, das zu sehen, was mit unseren Daten passiert. Das teile ich zu sehr großen Teilen. Ich denke, von der praktischen Durchsetzbarkeit jetzt in den EU-Gremien her. Dass wir alles Open Source kriegen, habe ich meine Zweifel. Was man aber sehr wohl kriegen kann, denke ich, sind offene Standards. Das heißt, dass man ganz klar in die Standardisierungsmandate, die Kommission ja auch vergeben kann, in gewissen Bereichen, dass die offen sein müssen und dass es da einheitliche Regeln gibt, wie diese Schnittstellen ausschaut. Was nämlich abgesehen vom Datenschutz für die EU-Kommission auch ein ganz großes Thema ist Governance. Die wollen nach Möglichkeit beim Internet der Dinge nicht noch einmal so eine Konstellation haben, wie es jetzt mit ICANN ist, wo es mit den Machtverhältnissen jetzt vielleicht nicht ganz so ist, wie sich Europa das wünschen würde. Und insofern ist es da eines der Interessen sicherlich der Kommission, da im Fahrersitz zu sitzen und da die Regeln vorzugeben, was aber Europa klarerweise nicht alleine macht. Die Japaner sind relativ weit zum Beispiel, mit denen gibt es aber auch Kooperationen, aber vom Grundprinzip her absolut offene Standards sind ein Schlüssel und einer der Punkte in dem kommenden Vorschlag der EU-Kommission zum Review des Datenschutzrechtsrahmens ist zum Beispiel Recht auf Datenportabilität, sprich, dass ich von einem Anwender meine Daten nehmen kann, mit denen zum anderen gehe und dass es da Schnittstellen gibt, dass das interoperabel ist. Also in einem vernünftigen Format und nicht, wir drucken es dir aus, sonst kennen es ein, wenn du lustig bist oder so in der Richtung. Wenn ich ergänzen darf, mir wäre wichtig, dass es nicht nur offen liegt, sondern dass es auch eben nach richtigen Standards überhaupt hergestellt ist. Und das heißt, dass Privacy by Default, dass das eben ein ernsthaftes Designkriterium wird und dass schon bei der Entwicklung der Technik auch nachgedacht wird, ob die Daten überhaupt gebraucht werden. Wir haben gerade hier eine Diskussion mit jemandem gehabt über Steuerung von Autoverkehr oder auch anderen, wenn man dann eine Fahrkarte jetzt von Kiel nach München lösen würde und dabei verschiedene Verkehrsmittel benutzen würde und das alles mit einer Karte dann bezahlen kann. Wie funktioniert das dann mit der Datenübertragung? Und die Gegenseite sagte, dafür braucht man das dann ja mit den Daten, das lässt sich gar nicht verhindern. Ich bin sicher, dass es sich verhindern lässt, wenn man halt nur über ein Modell nachdenkt. Und ich bin auch sicher, dass es nicht kompliziert sein muss, sondern wenn Leute es als Designkriterium begreifen, dass ihnen auch sehr schnell sehr schöne ergonomische und einfache Lösungen dafür einfallen, sei es mit Guthaben oder wie auch immer es geregelt werden kann. Und ich glaube, das ist der eine Punkt, dass wir unsere technische Kreativität da einsetzen sollten, dort Lösungen uns auszudenken und zu entwickeln. Und ich glaube, die andere Aufgabe, die wir hier haben, ist, den öffentlichen Druck zu machen, damit das passiert. Diese ganze Privacy Impact Assessment Geschichte wird als Risikoanalyse gehandhabt. Und in dem Sinne sehe ich unsere Arbeit im Moment als Risikofaktor für Unternehmen an. Und wenn wir schaffen, genügend Risiko darzustellen, nur dann wird sich etwas bewegen und dann wird es auch im Design sich etwas ändern. Und das müssen wir jetzt tun, denn die Entwicklung braucht ziemlich lange Zeit. Und wenn wir überall Sensoren haben an Geräten, die wir benutzen, an Gegenständen, die wir mit uns tragen,
dann werden wir nicht mehr viel ändern können, wenn Privacy, Datenschutz halt nur noch etwas, was dran geklatscht wird und gesetzlich reguliert wird. Ja, vielen Dank. Datenschutz durch Technik ist ja keine ganz neue Idee. Willst du es halten? Okay, spart Kraft. Datenschutz durch Technik ist ja keine ganz neue Idee. Frage einfach, spielt das eine Rolle im Moment in der EU bei den gegenwärtigen Reformüberlegungen? Denn wie gesagt, Datenschutz durch Technik ist natürlich intelligenter als immer komplizierter und immer der Technik hinterherhinkende gesetzgeberische akrobatische Leistungen mit Juristendeutsch. Zweite Frage wäre, das Internet der Dinge unabhängig davon ist ja natürlich ein bisschen mehr als RFID, logisch. Das Problem sehe ich vor allem in der Verknüpfung zu den personenbezogenen Daten. Das war ja auch immer die Diskussion. Also ich habe immer gesagt, mir ist es relativ wurscht, ob jetzt die Palette beim Metro gekennzeichnet ist. Mein Problem ist der Rückschluss auf meine Person. Mhm. Wie ist denn die Entwicklung jetzt eigentlich im Zusammenhang mit RFID und Internet der Dinge personenbezogen? Oder zu sagen, wir lösen es von der Personenbezogenheit. Das Problem ist natürlich mit dem Personalausweis entstanden, wo man plötzlich dann diese Personenbezogenheit durch RFID-Chip im Personalausweis hat. Gibt es Geschäftsmodelle, die darauf aufbauen, also dass man sagt, sehr stark personenbezogen, oder geht es wirklich, wie ja die Befürworter immer sagen, mehr um Logistik und wo ist die Palette und wo ist mein Paket und die Waschmaschine soll piepsen, wenn ich, mein 60-Grad-Pullover zu 90 Grad reinlege. Das wäre eine sinnlose datenschutzrechtliche Auseinandersetzung, dieses zu verhindern. Das ist mir wurscht, wenn meine Waschmaschine piepst, aber wenn ich identifiziert werde, dann hat man das Pullovers. Wenn ich durch die Straßen gehe, ist es natürlich eine völlig andere Situation. Also diese Trennung, ich glaube, ist klar geworden. Personenbezogen, Internet der Dinge und Datenschutz durch Technik war kurz gefragt meine Frage. Ja, vielleicht zum zweiten Punkt zuerst. Es ist seit 10 Jahren wird über den intelligenten Kühlschrank oder die intelligente Waschmaschine geredet. Ich habe persönlich noch keine gesehen. Ich habe gehört, im Labor gibt es eine, angeblich ein Stück irgendwo jeweils. Es gibt bis heute nach meinem Wissen kein einziges Businessmodell, das RFID-Nutzung nach dem Verkaufspunkt irgendwie realistisch darstellt. Was man in der Praxis sieht, ist, dass Logistik wirklich bis zum Ausgang der Filiale geht, also dass man die Warensicherung noch damit macht und da noch deutlich Geld sparen kann, wenn man das noch mit integriert. Aber dann fürs Mit nach Hause geben und dort irgendwas tun, kenne ich wirklich keinen einzigen Businessplan, der das beinhaltet. Also insofern denke, ist es eine Frage der Bequemlichkeit, aber es ist natürlich auch eine Frage der Marktdurchdringung. Weil wenn ich keine RFIDs draußen habe, dann ist es auch schwer, einen Businessplan darauf aufzubauen. Wenn ich die ohnehin lustig in der Gegend verbreite, dann kann ich mich spielen und habe keine hohen Investitionskosten. Also von dem her steht es sich wahrscheinlich ein bisschen im Weg. Wo man nach meiner Überzeugung technisch hin müssen, ist, dass der Einzelne über seine RFIDs bestimmen kann. Wenn ich sagen kann, ich schalte jetzt den einen RFID ein für genau die Anwendung, dann sind wir irgendwo in der Nähe von einer Lösung, nämlich auch datenschutzmäßig. Und solange es sowas in der Richtung nicht gibt, sehe ich relativ schwarz für solche Dinge. Was den Datenschutz durch Technik anbelangt, sehe ich den sehr stark in der Datenschutzreform drinnen. Das geht deutlich in die Richtung und es geht auch ganz deutlich darin, die Verantwortlichkeit der Betreiber deutlich zu erhöhen. Das heißt, deutlich höhere Strafen angedacht. Das geht bis zu 5% des globalen Umsatzes eines Unternehmens, was bei größeren Unternehmen dann durchaus doch eine sehr interessante Summe ergibt. Das heißt, es gibt von den Strafen her Ansätze, wie man es machen möchte. Die Unternehmen werden aber auch selber stärker in die Pflicht genommen und müssen stärker demonstrieren, dass sie ihre Datenschutzverpflichtungen ernst nehmen, und die Aufsichtsbehörden werden gestärkt. Also die Kommission ist dabei, an sich alle drei Pfeiler dieser Gleichung anzugehen und zu stärken. Das ist jetzt allerdings ein erster geleakter Entwurf, der noch durch den ganzen Verhandlungsprozess durch muss und erst am Ende, und das wird frühestens in 2 Jahren sein, werden wir wissen, was dann wirklich drinnen steht. Der Entwurf findet sich bei Statewatch. Ja, ich habe ihn auf meiner Folie, ich werde so dafür sorgen, dass der noch ins Netz kommt, und dort gibt es dann die Links auch drinnen. Es gibt Fragen über IRC.
Ja, wir haben hier mehrere Fragen. Ja, die erste wäre erstmal, braucht man diese Datenschutzmantren aus den 80ern noch, um die, heute die technische Entwicklung auszugleichen? Ich glaube, diese Post-Privacy-Sachen aus den 90ern brauchen wir auch nicht unbedingt. Ich denke, es ist eines, ein ganz wesentlicher Kernpunkt bei dieser Sache. Und das ist, dass jeder Einzelne von uns weiterhin die Wahl hat, ob er seine Daten völlig öffentlich haben möchte und alles mit jedem shared, oder ob es bei ihm oder ihr Aspekte gibt, die er nicht, die er oder sie nicht scheren möchte. Und genau um diese Wahlmöglichkeit geht. Und ich glaube nicht, dass wir die aufgeben dürfen. Ja, die nächste Frage ist, gibt es aktuell marktverfügbare Beispiele für die vorbildliche implementierte Privacy by Design oder by Default? Oder ist dies heute nur ein theoretisches Konstrukt? Wie lassen sich Anreize bei den Herstellern schaffen? Die Formulierung oder der Begriff ist relativ stark strapaziert. Es gibt aber, denke ich, jede Menge Technik, die datenschutzfreundlich agiert und Datenschutz integriert, ohne dass jetzt groß draufschreiben, da ist Privacy by Design drinnen. Man kann sich zum Beispiel ansehen, die Produkte, die Datenschutzgütesiegel bekommen haben, sei es das Schleswig-Holsteinische Datenschutzgütesiegel oder das European Privacy Seal, die werden dafür ausgezeichnet, dass sie besonders guten Datenschutz machen. Also nicht, dass sie das Recht erfüllen, sondern dass sie darüber hinausgehen und besonders gut sind. Und die würde ich auf jeden Fall einmal unter dem Begriff Privacy by Design fassen und das als Beispiele nennen. Ja, ich wollte noch hinzufügen zu der Geschichte, zu der Sache mit dem, dass man die Wahl haben muss, ob man die Daten veröffentlicht oder nicht. Es ist dabei noch total wichtig, dass ich mich nicht verdächtig mache, allein dadurch, dass ich meine Daten nicht veröffentlichen möchte. Es wird langsam auch schon von der Kultur aufgegriffen, die How I Met Your Mother hatte da kürzlich genau die Szene, wo eine fragt, hey, wir wollen uns treffen, wir machen ein Date und wie wäre es, wenn wir uns vorher nicht gegenseitig googeln? Und sie guckt ihn an, weil das wirkt natürlich unglaublich verdächtig und genau darauf weist er dann auch hin und sagt, ja, ich habe nichts zu verbergen, aber und genau diese Situation, dass es sozial ein Druck entsteht, beziehungsweise dass ich mich verdächtig mache in dem Moment, wo ich sage, ich möchte nicht, dass alle jederzeit meine Daten sehen können, das muss eben auch vermieden werden und das muss also sowohl technisch als auch sozial weiterhin ermöglicht werden. Mhm. Absolut, deswegen bin ich auch der Meinung, dass es ganz wichtig ist, die Aufsichtsbehörden zu stärken. Wir haben in Europa die Situation, dass wir praktisch in keinem Land einen gleichen Standard haben, was Datenschutzaufsicht betrifft. Die Europäische Grundrechtsagentur hat im Vorjahr, glaube ich, war es eine Studie gemacht und ist zum Ergebnis gekommen, dass die allermeisten Datenschutzaufsichtsbehörden überhaupt nicht alle ihre Rechte ausüben können, weil ihnen die nationalen Gesetze diese erst gar nicht zugestehen. Das heißt, wir haben auch völlig andere Wahrnehmungen und völlig anderen Zugang zu Datenschutz, wo Deutschland nur ein sehr leuchtendes Beispiel ist. Wenn ich nach Hause fahre, nach Österreich, schauen wir da schon nicht mehr ganz so gut aus. Es wird hoffentlich besser. Der Punkt, absolut. Die Frage ist nicht, habe ich was zum Verbergen, sondern warum wollen es die anderen wissen? Ja. Da nicht direkt im Anschluss ein nächster Vortrag ist, glaube ich, können wir vielleicht, wenn das okay ist, noch ein paar Fragen dran nehmen. Ja, ein Punkt, der in eine ganz ähnliche Richtung geht, nämlich wo es um die Aushöhlung dieser eingeforderten Wahlfreiheit geht. Das eine ist der soziale Druck und das andere ist der ökonomische Druck. Also wenn ich fordere, es muss eine Wahlfreiheit geben, und die dann aber so aussieht, dass ich einen ökonomischen Nachteil in Kauf nehmen muss, um mein Datenschutzrecht wahrzunehmen, dann kann das ja schnell ins Leere laufen, nicht? Also Rabattsysteme sind da ein Beispiel, wo Leute ja für relativ geringe Beträge doch relativ viel von sich preisgeben. Oder wenn man dann den nächsten Schritt sich anguckt, zum Beispiel, was ja durchaus inzwischen im Kommen ist, Electronic Ticketing im öffentlichen Personenverkehr, wo man sagt, natürlich kannst du auch weiterhin mit uns fahren, ohne an dem Electronic Ticketing teilzunehmen, wenn du halt irgendwie dir Einzelfahrscheine kaufst und entsprechendes Geld hinlegst, aber wenn du irgendwie eine Zeitkarte haben willst oder Bestpreisabrechnung oder so, na, dann ist das halt so.
Und dann ist natürlich die Wahlfreiheit im wahrsten Sinne nicht mehr viel wert. Ja. Da gibt es einen Punkt, nämlich das Koppelungsverbot. Das heißt, die Preisgabe von Daten, davon darf eine Leistung nicht abhängig gemacht werden, wenn sie auch ohne zu erbringen wäre. Also es werden oft Zusammenhänge ja konstruiert, weshalb das jetzt irgendwie notwendig sei. Aber in der Regel geht es eigentlich nur darum, dass das bezahlt wird, was man da in Anspruch nimmt. Und wenn man anderweitig sicherstellen kann, dass eine Leistung verlässlich bezahlt wird, gibt es eigentlich keinen Grund, die Identität zu erfassen oder irgendwelche anderen Daten. Und an der Stelle, also gerade mit dem Ticketing für Nahverkehr, da gibt es ein Konzept, was genau das anonym ermöglicht, und zwar bundesweit. Also bundesweit überall Nahverkehr benutzen, ohne dass deine Identität erfasst wird und ohne dass das verfolgt wird. Und an der Stelle liegt es aber eben auch an uns als Kundinnen und Kunden entsprechend dann das zu fordern, denn sonst müssen wir uns anhören, die Kunden wollen das nicht, die wollen es irgendwie bequem haben und das passt ja schon so, wie es da ist. Und dafür müssen wir eben auch das Bewusstsein schaffen, dass diese Wahlfreiheit überhaupt geschaffen wird. Und in einem Punkt haben wir es schon jetzt in der Empfehlung der EU-Kommission zur RFID-Datenschutz drinnen, und zwar ist dort explizit erwähnt, dass Konsumenten keinen Nachteil haben sollen, wenn sie darauf bestehen, dass die RFIDs deaktiviert werden. Also zum Beispiel Garantieleistungen daran zu knüpfen und ähnliche Dinge wird da ausdrücklich ausgeschlossen. Wie gesagt, es ist eine Empfehlung und nichts Rechtsverbindliches, aber immerhin, es ist am Radar und es ist in der Wahrnehmung der Kommission und damit zumindest schon in einen Schritt in der richtigen Richtung. Eine letzte Frage über IRC. Ja, gibt es schon Ansätze für Gegenaktionen? Also Protestform ist so in der übertriebenen Art von, wir laufen jetzt mal mit einer Mikrowelle an einem LKW vorbei. Protestformen gibt es. Aktuell kenne ich keine geplanten Proteste gegen RFID oder Internet der Dinge, abgesehen von denen, die es ohnehin schon gibt. Aber ich möchte dazu eines sagen und auch die Einleitung der Rena da noch einmal darauf verweisen. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass es auf EU-Ebene diese ganze Diskussion, diese Expertengruppen, die Empfehlung der EU-Kommission und überhaupt die Wahrnehmung dieses Themas nicht gegeben hätte, hätte es in Deutschland nicht einen vehementen Widerstand gegen diese Technologie gegeben, die ja auch öffentlich wahrgenommen worden ist. Ich bin mir ganz sicher, dass das einer der wesentlichen Punkte war, warum das in die Richtung geht. Und aus dem Grund bin ich mir ganz sicher, dass wir aktiv bleiben müssen und wahrnehmbar bleiben müssen und auch durchaus wahrnehmbar artikulieren müssen, wenn es aus unserer Sicht in die falsche Richtung läuft. Das ist ganz essentiell. Diese Geschichte mit den RFID-Chips in der Kundenkarte, also in der Payback-Karte, die wir entdeckt haben und wo wir die Metro dazu gezwungen haben, die Karte zurückzuziehen. Wir haben uns nicht träumen lassen, dass wir das schaffen. Das war für uns wirklich so das Erleuchtungserlebnis, wo wir gesagt haben, hey, man kann ja doch was erreichen. Der Fürbot hatte zu der Zeit 60 Mitglieder und Metro ist der drittgrößte Handelskonzern weltweit. Das heißt, wenn wir an der richtigen Stelle etwas tun, dann können wir durchaus was erreichen. Und das können wir mit Aufklärung, das können wir mit eigener kreativer Intelligenz, auch bei der technischen Entwicklung. Und wir können es auch mit der Arbeit in der EU-Kommission, in entsprechenden Arbeitsgruppen. Und wenn alle an ihren Lieblingsplätzen sich dafür einsetzen, können wir auch gemeinsam was erreichen. Vielen Dank, Rena Tangens und Andreas Klisch. Ganz zum Schluss, bevor jetzt alle davonlaufen, habe ich noch eine Ankündigung, und zwar für alle Österreicherinnen und Österreicher da im Saal. Wir sind gerade dabei, eine Bürgerinitiative gegen die Bitte? Die ist überholt, richtig. Bürgerinitiative gegen die Vorratsdatenspeicherung zu machen. Wir haben seit einer Woche die Möglichkeit, das online zu tun. Vorher haben wir 4.471 Unterschriften auf Papier gesammelt. Wir haben uns als Ziel gesteckt gehabt, bis Mitte März 10.000 online zu sammeln. Das haben wir am ersten Tag geschafft. Jetzt ist eine Woche vergangen. Wir stehen mittlerweile bei über 21.000. Alle Österreicherinnen und Österreicher über 16 Jahren, bitte www.zeichnemit.at unterschreiben gegen die Vorratsdatenspeicherung und für Evaluierung aller derer Gesetze. Danke. Ja.